Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und Herr Kollege Herbrand von der FDP, ich lasse mich wirklich nicht von jemandem belehren, dessen Bundesvorsitzender Graf Lambsdorff 1987 wegen der Flick-Affäre zur Steuerhinterziehung zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt wurde. Und Herr Guting, Herr Schäuble und die Lichtensteiner konnten, Sie kommen aus dem Bundesland. Ich wäre mal ganz schön still an Ihrer Stelle. Aber kommen wir zur Sachlichkeit und nicht zu Ihrer Vergesslichkeit, was Ihre Glaubwürdigkeit angeht. Die gewaltigen Leistungen, die die Bürgerinnen und Bürger hier oben in den letzten Jahren gestemmt haben, belaufen sich, seit es den Soli gibt, auf über 385 Milliarden Euro, also einen Bundeshaushalt. Und Herr Lindner hat ja selbst, und Sie haben es auch gesagt, Sie stehen da noch nicht mal zu, so viel zur Glaubwürdigkeit. Sie sitzen lieber im Finanzministerium und realisieren nicht Ihre Vorhaben, die im Bundesprogramm stehen, in Ihrem Wahlprogramm, bei der CDU auch. Und auch deshalb gibt es jetzt eine namentliche Abstimmung, um Ihre Glaubwürdigkeit zu testen. Es geht hier um Ihre Glaubwürdigkeit, meine lieben Kollegen, nicht um unsere. Stimmen Sie also heute für uns, für eine echte Entlastung der Bürgerinnen und Bürger da draußen. Und Herr Mawi, Sie haben ein paar Leute vergessen. Unternehmer zahlen auch diesen Soli. Da komme ich gleich zu, meine Damen und Herren. Und Herr Papi hat es nicht nur mit der Glaubwürdigkeit ausgeführt. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir einige Redeteile vorweggenommen haben. Sondern auch hat er klar gesagt in einer Debatte vor schon mittlerweile 5 Jahren. Seitdem setzt sich meine Fraktion dafür ein. Die Farbspiele spielen hier ja keine Rolle. Er führte aus, ich zitiere, mit der Erlaubnis des Präsidenten, mit dem Wegfall des Solidarpaktes II sei auch die vollständige Abschaffung verfassungsrechtlich geboten, meine Damen und Herren. Also so viel zu Ihrer Verfassungstreue hier im Deutschen Bundestag. Der Solidaritätszuschlag wurde als temporäre Maßnahme eingeführt, um die Kosten der deutschen Einheit entsprechend zu decken. Gut so, meine Damen und Herren. Doch heute, Jahrzehnte später, fließt er weiter in Ihren maroden und aus unserer Sicht immer noch verfassungsmäßig nicht korrekten Haushalt. Ähnliches gilt übrigens, und das ist die linke Steuermanie, die wir in Deutschland haben, für die Schaumweinsteuer, die eigentlich 1902 mal von einem gewissen deutschen Kaiser eingeführt wurde, um eine immerhin funktionsfähige Marine zu finanzieren. Da sind wir ja auch weit trotz der Rekordsteuereinnahmen von entfernt. Was Sie hier tun und pflegen, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als eine systematische Täuschung des deutschen Steuerzahlers. Es ist eine heimliche und gern entkommene weitere Steuererhöhung für die Menschen da draußen, die fleißig sind und sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Und kommen wir zu dem Märchen, Herr Mawi. Seit 2021 zahlen immer noch 10% der Einkommenssteuerzahler den Soli. Darunter befinden sich 500.000 Unternehmer, Handwerker, mittelständische Unternehmen, die in Deutschland noch Arbeitsplätze schaffen. Und rund 50% des Aufkommens von weiterhin 13 Milliarden Euro stemmen diese Unternehmer im Hochsteuerland und Hochenergieland Deutschland, meine Damen und Herren. Und liebe Kollegen der CDU, CSU und der FDP, wenn Sie tatsächlich es ernst meinen, die deutsche Wirtschaft hier und heute wettbewerbsfähiger zu machen und zu entlasten, dann stimmen Sie bitte mit dem Antrag der AfD-Fraktion. Alle anderen Länder um uns herum, Frankreich, England, die Schweiz wie auch die Vereinigten Staaten, haben nämlich bereits eine umfängliche Steuerreform umgesetzt. Und deshalb sind die wettbewerbsfähiger. Und die andere Hälfte, die sogenannten Gutverdiener, nicht Spitzenverdiener wie in Ihrem linkssozialistischen Zwangsdeutsch, meine Damen und Herren, das ist die Einkommensgruppe der echten Facharbeiter, um die Sie sich doch auch eigentlich an dieser Stelle hier bemühen. Letztendlich ist Ihr Festhalten am Solidaritätszuschlag nichts anderes als eine Bankrotterklärung Ihrer Steuerpolitik. Während andere Länder um uns herum wirklich echte Fachkräfte kommen, sammeln Sie nur Fachkräfte fürs Bürgergeld. Und auch das zahlen die Steuerzahler über den Soli, meine Damen und Herren. Und das ist verdammt noch mal ungerecht. Es ist also höchste Zeit, diese Täuschung zu beenden, damit nicht weiter in den regenbogenfarbenen Finanzlöchern dieses Bundeshaushalt Gelder versickern, die die Unternehmer, die die fleißigen Menschen haben müssen, meine Damen und Herren. Deswegen stimmen Sie mit uns, machen Sie sich endlich ehrlich für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Vielen Dank.